Jo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge Potato. Wir gehen direkt rein und heute habe ich mir wieder einen neuen Charakter ausgesucht, der sehr, sehr unterhaltsam klingt, nämlich die gute Robbe. Jeder mag doch süße Robbenbabys und deswegen probieren wir heute mal einen Run mit der. Ich habe mir überlegt, wir gehen auf die Diebesdolche, weil ich finde, die passen ganz gut zu dem Charakter zum Start. Denn dieser Charakter hier, der ist ein Spezialist für rote Kisten. Das bedeutet, wenn wir eine normale Kiste droppen, haben wir eine Chance von 10%, dass es stattdessen eine rote Kiste ist. Außerdem kriegen wir minus 5 Max AP und wenn wir keine rote Kiste droppen, dann haben wir nächstes Mal eine 10% höhere Chance. Das deckt sich so lange hoch, bis wir eine rote Kiste kriegen und dann fängt es wieder bei 10% an. Außerdem kriegen wir 5 Max LP obendrauf und 100 Glück zum Start. Wir verlieren aber auch 3 Rüstungen für jedes rote Item, das wir besitzen. Ich habe mir gedacht, wir wollen so viel Geld wie möglich, so schnell wie möglich machen und dann einfach unser Glück in astronomische Höhen treiben. Das sollte sehr, sehr gut passen. Wir gehen auf jeden Fall rein auf Gefahr 5 im Endlos-Modus. Schauen mal, was die Robbe so kann. Falls euch dieses Video hier gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich sehr über einen Like freuen und ihr könnt auch gerne dem Kanal folgen. Jetzt gehen wir rein. Let's go! Und ja, ich würde tatsächlich sagen, das hier ist wieder so ein klassischer Risk-and-Reward-Charakter, der generell am Anfang wieder ein bisschen schwächer ist. Wenn man die richtigen roten Items aber schnell bekommt, dann hat er natürlich durchaus das Potenzial zur Eskalation. Da haben wir gerade in Runde 1 eine rote Kiste bekommen. Amboss, 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 Amboss. Extra Magen in Runde 1. Leute, wir sind im Game. Einfach einen extra Magen in Runde 1. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, absolut krass. Und mehr Bäume. Mehr Bäume ist auch ein sehr wichtiger Teil von diesem Charakter hier. Denn natürlich, je mehr Bäume wir... Ich nehme das, glaube ich, direkt mit. Je mehr Bäume wir spawnen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir Kisten bekommen. Das ist ein ultra krasser Start. Ich bin jetzt schon gehypt auf diesen Run. Also, dass wir in Runde 1 einen extra Magen kriegen. Damit sind unsere Lebensprobleme ja direkt beseitigt. Denn das ist natürlich ein großer Nachteil. Jedes Mal, wenn wir eine rote Kiste droppen, verlieren wir Leben. 5 Max HP und das hätte man schon ziemlich gemerkt. Aber jetzt durch den Extramagen mache ich mir da gar keinen Stress mehr. Natürlich können wir jetzt mit dem Extramagen am Anfang noch nicht so viel anfangen. Wir kriegen noch nicht so viele Gegner und deswegen nicht so viele Früchte. Aber ich denke, später im Run ist der Extramagen ein Segen sondergleichen und wird uns das viel, viel leichter machen. Was ich natürlich noch lieber gehabt hätte, wäre der Amboss. Der Amboss ist wahrscheinlich das beste Item, was man kriegen kann. Also Extra Magen und Amboss, denke ich, auf diesem Charakter hier, die tun sich nicht viel. Der Amboss ist halt geil, weil man schnell an Rüstung kommt. Und Rüstung ist halt auf diesem Charakter hier das ultimative Superproblem. Und das hier ist auch jetzt kein gewonnener Run, weil wir den Extra Magen gekriegt haben. Also das kann noch sehr schnell bergab gehen. So viel steht fest. Oh mein Gott, noch eine rote Kiste. Das ist so lucky. Panda. Nehmen wir mit. 12 Leben, 25 Glück. Wir verlieren zwar wieder 3 Rüstungen, aber ich denke, die 25 Glück sind das wert und die Leben vor allen Dingen auch. Ja, wir machen aber jetzt leider schon die Erfahrung, dass wir schon bei minus 6 Rüstung sind. Also wir werden unsere Rüstung leider sehr, sehr effizient ins Minus ballern. Da werde ich auch, denke ich, nicht viel gegen machen. Mein Plan, dem entgegenzuarbeiten ist, wir suchen uns Bärtierchen, viel ausweichen und hoffen dann einfach, dass wir damit klarkommen. Aber ich denke, es macht keinen Sinn, selber zu versuchen, sich der Rüstung anzunehmen und einfach alles mitzunehmen, was irgendwie Rüstung gibt. Ich glaube, das ist zu schwierig, dagegen anzukommen und man hofft einfach, dass man hier den Amboss kriegt und dann erledigt sich das Problem von selber. Weil das natürlich ein Charakter ist, da werden wir jedes einzelne rote Item im Spiel wahrscheinlich doppelt und dreifach sehen, was man mehrmals haben kann. Also wir werden hier jedes Item bekommen. Ohne Probleme. Sparschwein geschenkt. Nehme ich es mit. Ob ich es jetzt natürlich so viel sparen werde am Anfang, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, weil wir einfach gerade jetzt am Anfang einfach stärker werden müssen. Und da kann ich jetzt nicht hier nonstop sparen. Aber trotzdem kein schlechtes Item für uns. Diesem Start fühle ich mich aber schon sehr siegessicher, aber ich sollte nicht zu sicher werden, weil natürlich der Klassiker Hochmut kommt vor dem Fall. Und wenn wir gleich minus 100 Rüstung haben, dann kann ich halt auch mit 1000 Leben bei Runde 20 sterben, wenn ich es falsch anstelle. Das heißt, da definitiv nicht gierig werden.
Aber dafür haben wir die Liebesdolche, das heißt, wir machen nochmal mehr Geld, sind schneller stark im Idealfall, wenn alles nach Plan läuft. Das war wieder eine normale Kiste, aber auch normale Kisten geben uns natürlich die Möglichkeit auf extrem gute Items. Wir kriegen Zerfetzen. Nee, will ich erstmal nicht. Big Box ist ganz interessant. Wir kriegen mehr Rückschluss und machen mehr Schaden, je mehr Rückschluss wir haben. Allerdings steht bei dem Item nicht dabei, wie viel mehr. Ich habe keine Ahnung, wie viel mehr uns das gibt, aber mehr Schaden ist immer gut. Lifesteal werde ich auch jetzt langsam anfangen mitzunehmen. Was ich natürlich am liebsten sehen würde, wäre einen Tentakel. Den würde ich sowas von gerne haben. Insurance ist auch sehr interessant. Denn jedes Mal, wenn wir getroffen werden, kriegen wir 100% unserer Materialien oder 100% des Schadens, den wir kriegen, kriegen wir als Materialien. Ist auf diesem Charakter natürlich auch heftig, weil der sehr, sehr viel Schaden bekommt. Ich möchte natürlich ungern Schaden nehmen, weil das kann auch schnell schief gehen mit so wenig Rüstung. Aber wenn wir mal getroffen werden, kriegen wir immerhin was dafür. Natürlich wie immer, wenn ihr sagt, ihr habt selber mal Lust, diesen Charakter hier oder andere Charaktere aus der Mod auszuprobieren, was ich übrigens nur empfehlen kann, dann findet ihr den Link zu dieser Mod in meiner Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach drauf gehen und auf Steam euch mal eben die Mod ziehen und selber euer Glück versuchen. Und probieren, ob ihr mit der Robbe hier einen ultra krassen Zerstörungsrun haben werdet. Kompass? Nee. Ausweichen, ausweichen, auf jeden Fall. Versicherung nehmen wir auch mit. Direkt schon ein lilaner Diebesdolch. Sehr, sehr lecker. Wir müssten auch bald eigentlich schon wieder mal eine rote Kiste kriegen. Wir haben jetzt sehr viele normale Kisten bekommen. Das heißt, unsere Chance auf eine rote Kiste ist locker bei 50-60%, würde ich jetzt hier mal Daumen tippen. Das bedeutet natürlich, dass wir da jetzt hoffentlich einfach aus dem nächsten Baum wieder was Rotes rauskriegen und dann mit einem Amboss nach Hause gehen. Amboss? Leider kein Amboss. Mehr Gegner ist tatsächlich auch eine Sache, die ich wahrscheinlich schon priorisieren sollte. Denn je mehr Gegner wir spawnen, desto mehr Chance haben wir auch aus den Gegnern Kisten zu kriegen. Gegner können ja auch Kisten droppen. Und je mehr von denen auf der Map rumrennen, desto besser für uns. Oh, da ist die nächste rote Kiste. Und komm, der Baum gönnt auch noch eine rote Kiste. Ah, schade, der gönnt eine normale Kiste. Aber trotzdem sehr, sehr stabile Runde. Viel Geld verdient. Das ist wichtig. Friedliche Biene, nicht so gut. Oh, Nachtsichtbrille ist perfekt für uns tatsächlich. Klar, wir verlieren vier Rüstung und ein paar Leben. Aber mehr Range ist sehr, sehr gut für unsere Waffe. Und vor allen Dingen mehr Crit ist auch richtig heftig. Wir haben jetzt schon mit einem lilanen Dolch 78% Crit, heißt, wir kriegen noch mehr Geld. Und wir kriegen vor allen Dingen auch eine Menge lilane Dolche. Elefantenbabys, sowas wird natürlich auch auf jeden Fall mitgenommen. Also alles, was irgendwie mit Glückseffekten zu tun hat. Elefantenbabys, Cyberballs. Ich werde den mehr oder weniger so spielen wie einen Glückspilz, denke ich. Dass wir wirklich uns sehr viel aufs Glück konzentrieren, weil das natürlich diesen Charakter hier besonders macht. Also das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und da sollten wir dann definitiv alles mitnehmen, was uns irgendwie mehr Schaden gibt, wenn wir mehr Glück haben. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass es schon wieder sehr, sehr viel Spaß macht. Das ist einfach so ein Charakter, der... Weiß ich nicht, der ist irgendwie lustig. Das macht Spaß, wenn man rote Kisten einfach so in der Runde bekommt. Es gab ja, glaube ich, auch mal so eine Rainbow Chest Mod. Da konnte man sich dann aussuchen, was man aus den Kisten rausbekommt, wenn man die nimmt. Oh, wir kriegen ganz schön viel Schaden. Ich sollte ein bisschen aufpassen. Ich bin immer sehr aggressiv mit den Kistengegnern. Aber das Gute ist natürlich, dass wir, oh mein Gott, dass wir durch das Glück auch deutlich mehr Heilung bekommen, weil wir natürlich die Früchte auf der Map aufsammeln können. Ach komm, ob wir jetzt minus 10 oder minus 11 haben, das ist mir auch relativ egal. Banner nehmen wir mit. Weizen nehmen wir auch mit, ist mehr Schaden. Nochmal ein Liebesdolch, der wird auch eingepackt. Und der Cyberball natürlich auch. Läuft bis jetzt sehr, sehr gut. Welle 9 ist natürlich jetzt unsere Cash-Welle. Hier werden wir ultra viel Geld rausholen. Ich muss aber auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht übermütig werde. Weil wir natürlich jetzt aktuell außer Früchte keine Heilung aktiv haben. Das Gute ist, wenn ich eine rote Kiste aus so einem Baum kriege, kann ich die erstmal hier auf der Map rumliegen lassen. Und wenn wir dann mal ein Problem haben sollten, dass wir schnell Leben brauchen, kann ich die rote Kiste einsammeln und wir sind gerettet. Versuche auch generell, ich wollte gerade sagen, ich versuche auch generell alle anderen Heilungen liegen zu lassen, aber das Spiel war anderer Meinung. Ach komm,
ist nicht schlimm. Wir sind so stark, glaube ich. Ich fühle mich eigentlich relativ sicher hier in der Runde. Sagte er. Wo er gleich einen Fehler macht und verschwindet. Aber ich finde echt, dass wir eigentlich relativ gut durchkommen. Leider keine rote Kiste diese Runde. Wir hatten jetzt am Anfang richtig Glück mit den Dingern und jetzt wollen die nicht. Aber irgendwann kommt auf jeden Fall wieder eine. Wir sollten schon eine ziemlich hohe Chance haben. Taschen sind auch sehr, sehr gut natürlich. Und Ausweichen machen wir jetzt auch mal ein bisschen hoch. Jetzt haben wir schon 29 Ausweichen, das ist ganz gut. Affe nehmen wir mit. Wir nehmen hier, glaube ich, einfach alles mit. Krone ist, ja, ist okay. Wir haben jetzt nicht so viel Ernte. Vielleicht kriegen wir einen Traktor oder so. Dann wird die Krone auf jeden Fall nochmal was tun. Mehr Gegner nehmen wir auch mit. Einfach, weil wir dann noch mehr Kisten kriegen können. Und natürlich mehr Geld rauspressen können mit unseren Waffen. Bisschen spare ich noch. Ich fühle mich gerade so stark. Ein kleines bisschen können wir sparen. Aber jetzt fangen natürlich die Wellen an, die unangenehm werden. Ich habe sehr Angst vor Boss- und Elitewellen. Weil die natürlich schon sehr viel Schaden drücken und wir sehr wenig Leben haben. Beziehungsweise nicht wenig Leben, aber sehr wenig Rüstung und dadurch natürlich sehr viel Schaden bekommen. Und das könnte schon nach hinten losgehen, wenn ich da nicht aufpasse und mich überrannt werde, was passieren kann. Wir sind nicht so ultra stark. Wir machen ganz okayen Schaden. Für normale Gegner zumindest. Aber dass wir jetzt einfach so eine Elite-Runde zerstören, würde ich nicht von ausgehen. Was immer noch keine rote Kiste gedruckt ist. Langsam müsste ich doch mal bald bei 100% sein, oder? Ich habe jetzt echt lange keine mehr gesehen. Da muss bald mal wieder eine kommen. Boah, machen wir jetzt schon wieder viel Geld. 822, zwei Level-Ups. Ich bin sehr zufrieden. Niedlicher Affe ist mehr Heilung. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Mehr Schaden. Und ein bisschen Crit nehmen wir auch mit. Und nochmal ein Affe. Ah, Blutspende ist es, glaube ich, nicht diesen Run. Nochmal ein bisschen mehr Heilung. 10% weniger Gegnerschaden, aber wir verlieren auch 5% Schaden. Ah, ja, doch, komm. Es sollte uns, denke ich, ganz gut helfen. Fee ist natürlich so eine Sache. Das ist jetzt ganz gut. Wir werden aber später sehr viele rote Items haben, deswegen will ich nicht, dass sich das lohnt. Den Coupon können wir mitnehmen. Der Airstrike lohnt sich auch nicht, weil wir nicht auf Technik gehen. Und Metalldetektor, das ist sehr, sehr nice. Das ist nochmal ein bisschen Glück, aber vor allen Dingen mehr Geld. Und das ist alles, was wir wollen. Vor allen Dingen sehr gut, dass wir den Metalldetektor vor der Hordewelle kriegen. Dann können wir gleich, wenn wir in der Hordewelle so stark sind, dass ich die einfach machen kann, ohne mich in der Ecke zu verstecken. Dann können wir jetzt gleich in der Hordewelle richtig abcashen. Also 1000 Dollar sind drin. Würde ich sagen. Wenn ich es wirklich schaffe, dass ich die Gegner richtig wegmachen kann, mich in die Mitte stellen kann oder ein bisschen rumlaufen kann. Ich rechne nicht damit. Ich denke, wir werden zu schwach sein, um die Gegner wirklich alle easy wegzumachen, weil wir einfach zu wenig aushalten. Und da ist unsere nächste rote Kiste. Wenn das jetzt natürlich ein Amboss ist, dann sind wir back. Geld fliegt uns hier wirklich um die Ohren. Komm, noch eine rote Kiste. Schade. Aber wieder eine normale Kiste. Adrenalin ist sehr, sehr geil für unsere Heilung. Regenerationstrank ist... ja, ist halt ein Item. Können wir vielleicht später gebrauchen, aber aktuell noch nicht so unglaublich hilfreich. Mehr Crit auf jeden Fall. Dann sind wir schon bei 104% Crit. Recycling-Maschine natürlich auch ein fantastisches Item. Bärtierchen auch ein fantastisches Item. Traktor. Ah, da würde ich wieder Schaden verlieren. Wir haben schon sehr wenig Schaden inzwischen. Aber Traktor lohnt sich für uns, weil wir die Krone haben. Ich muss mich aber auch langsam mal ganz dringend um unseren Schaden kümmern. Aber jetzt haben wir mehr XP. Wir haben eine Menge Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Jetzt diese Runde. Das könnte eine heftige Runde werden. Ich muss nur versuchen, die Heilung liegen zu lassen und versuchen, nicht überrannt zu werden. Das mit dem nicht überrannt werden ist natürlich nicht so wirklich meine Entscheidung und es sieht nicht danach aus, als könnten wir wirklich sagen, wir versuchen, in der Mitte zu bleiben. Ich muss leider doch mehr oder weniger in der Ecke chillen, aber ich will diese Kiste haben.
Aber wenn wir einen Tentakel hätten, dann könnte ich hier einfach durchrushen und alles wäre egal, weil wir so viel Crit schon haben. Aber es sieht trotzdem eigentlich sogar ganz gut aus. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich renn mal hier rein einfach. Und wir nehmen natürlich die Kiste auch noch mit. Hier unten auch noch. Oh ja, eine rote Kiste. Sehr schön. Okay, wir konnten einfach durchrennen. Ich weiß nicht warum. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so stark sind. Wir haben noch nicht mal maximales Ausweichen. Querschläger uninteressant. Estis Couch auch uninteressant. Estis Couch ist irgendwie auch so ein Item, das tut weh. Ich irgendwie... Das ist halt so ein richtiges Trash-Item. So, warum ist das noch im Game? Oder warum wird das nicht verändert? Bau können wir auch mitnehmen, weil es halt einfach irgendwo sinnlos ist, das Item. Weiß ich nicht. So, du willst halt einfach nicht so langsam werden. Tempo ist so wichtig. Weil du sonst einfach von den starken Gegnern kaputt gerannt wirst. Die stellen sich einfach auf dich drauf und du bist weg. So, was willst du da mit Estis Couch? Ah, die Augen nehme ich mal mit. Die könnten später vielleicht noch relevant werden. Weiß ich nicht. Wir kriegen jetzt schon ganz gut Leben. Mein Prozentschaden ist halt wirklich ein Totalausfall. Das kann man nicht schönreden. Mein Prozentschaden habe ich echt hart gekillt. Das muss ich jetzt dringend ändern. Weil wenn wir einen ordentlichen Prozentschaden hätten, würden wir auch schon ganz guten Schaden machen. Und vor allen Dingen machen unsere Glückseffekte auch mehr Schaden, wenn wir mehr Prozentschaden haben. Also das ist nicht so gut. Da muss ich was dran ändern. Was tatsächlich auch noch ein sehr, sehr gutes Item wäre, was wir kriegen könnten, wäre der Glückspfennig. Wenn wir den jetzt schnell bekommen. Dass wir dann einfach noch mehr Glück haben, noch mehr Kisten bekommen und dann natürlich die Chance auf rote Kisten noch weiter in die Höhe treiben. Das wäre schon sehr wünschenswert, aber... Irgendwann werden wir ihn auf jeden Fall kriegen, aber ob wir ihn jetzt schon kriegen, schwierig. Ach, ich habe ja auch gerade den V, dafür kommen wir echt gut durch. Maus nehme ich mit, mehr Gegner, let's go, und ein bisschen mehr Heilung. Rüstung ist eh komplett verloren, bis wir den... Ah, nehme ich dich mit, das wäre nochmal 14 Glück. Ach nee, Quatsch, wäre es ja nicht, wir haben ja den noch gar nicht, ich weiß nicht warum. Ich dachte gerade, ich habe so viel jetzt vom Glückspfennig geredet, ich dachte gerade, wir hätten den. Lifesteal nehme ich auch noch mal ein bisschen mit, um Prozentschaden. Sammelreichweite einfach nur, damit es leichter für uns ist, unsere Früchte einzusammeln, weil die ja doch schon sehr wichtig sind. Nahkampfschaden auch noch mal, wir haben mehr als genug Crit. Reichweite könnte uns auch behilflich sein. Weizen oder... Ich würde tatsächlich sagen, Weizen stecken wir gleich ein. Und ich nehme noch mal das Ritual mit, einfach damit wir sicherer sind. Weil wir jetzt noch ein bisschen mehr Lifesteal haben. Und vor allen Dingen noch ein bisschen mehr Prozentschaden. Und wir kriegen aber immerhin einen Elite-Gegner, dem eigentlich alles relativ egal ist, was hier passiert. Was mir recht ist tatsächlich. Ich will auch, glaube ich, gar nicht versuchen, den zu töten. Ah, wir haben halt schon viele Ausweichen. Also ich könnte jetzt hier auf Risiko gehen und sagen, wir versuchen es auf Teufel komm raus, den zu töten. Aber natürlich ist das hier eine Welle, in der sehr viele Fernkämpfer kommen. Und ich fürchte, wir werden jetzt schon nicht mehr in der Lage sein, uns um Elite-Gegner zu kümmern. Wir müssen uns um unser Überleben kümmern. Leider. Nee. Fürchte ich, das wird nichts. Das wird leider nichts mehr, an den Rand zu kommen. Ich habe zwar 55 Ausweichen, aber das ist mir viel zu riskant, jetzt auf Risiko einfach hier reinzurennen. Wir machen ja sehr viel Geld und rote Kisten sind jetzt auch nicht so wichtig für uns. Wir kriegen die ja sowieso hinterhergeworfen. Oh shit, oh shit. Oh mein Gott, das war ganz schön knapp jetzt gerade da. Für 55 Ausweichen habe ich da echt viele Hits mitgenommen. Machen wir Ausweichen voll. Folter, natürlich nicht so interessant, würde ich sagen. Lassen wir mal. Mehr Glück, 200 Glück haben wir schon. Das ist sehr, sehr gut. Crit brauchen wir an dem Punkt nicht mehr für uns, für unseren Schaden. Aber das war nochmal ein bisschen knapper, als es sein sollte. Ich glaube aber, wir werden den nächsten Elite-Gegner, auch wenn er natürlich in Runde 18 ist, was auch wieder sehr unangenehm ist, werden wir wahrscheinlich doch schon sehr wegrasieren. Meine wichtigsten Fokusse sind jetzt definitiv mehr Prozentschaden, generell sowieso mehr Glück. Das versteht sich von selbst. Und ich hoffe jetzt einfach, in jeder roten Kiste ist der Amboss drin.
Oder eben der Glückspfennig, dass wir in Zukunft noch mehr Kisten bekommen. Dann würde ich auch weiter auf Crit gehen. Da ist wieder eine Kiste. Denn ich denke, auch im Endos-Modus wollen wir mit diesem Charakter logischerweise so viele Kisten wie möglich bekommen. Auch wenn man natürlich irgendwann jedes rote Item hat, das man braucht. Und dann ist es schon ein bisschen ein Nachteil, dass man dann noch weiter rote Kisten bekommt. Naja, gut, eigentlich kein Nachteil, weil man kann sich mit denen noch heilen. Aber man verliert halt natürlich für jede rote Kiste Leben. Und das könnte dann schon eigentlich echt ein Problem werden. Kaffee nehmen wir mit. Blood Money nehmen wir nicht mit. 40% mehr Materialien sind geil, aber diese 1% Chance, bestraft zu werden. Ich weiß nicht genau, was das ist und ich glaube, das ist was Schlimmes und deswegen lassen wir das. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein bisschen Rüstung mit, weil es uns gerade entgegengeworfen wird. Welle 16 ist relativ einfach immer, da können wir einen V mitnehmen. Wolfsam ist, ist natürlich wieder minus Rüstung, aber ist halt auch eine Menge Glück. Na gut, Steinhaut ist auch wieder minus Rüstung und den nehmen wir auch mit, aber dann ist sie weg. Und noch mal ein paar mehr Gegner. Riesengürtel, sehr, sehr geil. Das ist natürlich auch ein wichtiges rotes Item, was wir jetzt einfach sogar im Shop schon bekommen. Das kriegen wir nicht mehr aus einer roten Kiste. Die Frage ist halt auch wirklich, was für rote Items wollen wir noch sehen, wenn wir jedes rote Item haben, das einzigartig ist. Dann würde ich eigentlich sagen, Mammut ist vielleicht noch interessant. Grinds magisches Blatt, das wäre natürlich auch geil, wenn man das oft bekommt. So 10-mal oder so kriegt man 30 Leben am Ende jeder Runde und natürlich auch noch 10 Lebensregeneration und Lifesteal. Das wäre heftig. Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, aber je mehr einzigartige rote Items wir haben, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Items bekommen, die nicht einzigartig sind, weil nicht mehr so viele im Itempool drin sind. Da ist die nächste rote Kiste und da ist die nächste, kommt schon, schade. Zwei rote Kisten in einer Runde, so will ich das sehen, komm, eine noch, drei rote Kisten in einer Runde. Schade. Das wäre richtig krass gewesen. Fledermaus ist Lifesteal, nehmen wir mit. Panda wieder, ja, ist mehr Glück. Grinds magisches Blatt zum Beispiel, das erste, sehr gut. Ausweichen brauchen wir nicht mehr, Giftschlamm auch nicht. Wir brauchen wirklich den Amboss jetzt, sonst wird meine Rüstung jetzt wahrscheinlich ins Unermessliche fallen, wenn wir kriegen einfach nur noch rote Items im Shop. Ja gut, Retromation Pullover erklärt sich von selbst. Riesengürtel erklärt sich auch von selbst. Diplom nehmen wir nicht mit, dafür Rüstung zu verlieren, ist es mir überhaupt nicht wert. Ring der Selbstjustiz auf jeden Fall. Blutige Hand können wir auch vergessen. Wir wollen definitiv keinen eigenen Schaden kriegen. Ich bin auf Bärtierchen später angewiesen, bin ich mir sehr sicher. Und das wäre doch schon ein bisschen zu gefährlich. Die großen Arme habe ich da jetzt auch weggerollt, weil das wäre wieder 4 Rüstung weniger gewesen. Und wir haben eigentlich jetzt, glaube ich, genug Schaden aktuell. Aber jetzt haben wir natürlich den Kapuzenpullover bekommen, heißt das nächste einzigartige rote Item ist weg. Es fehlt, glaube ich, nur noch Sith Relikt und da ist die nächste rote Kiste. Sehr schön, das war's dann ja eigentlich mit einzigartigen roten Items, die wir haben wollen. Außer es gibt noch irgendwas Geiles in der Mod, was ich nicht kenne, das kann natürlich sein. Aber in dieser Mod sind auch nicht so viele Items drin, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass da jetzt irgendein krasses rotes Item drin ist, was wir noch brauchen können. Komm schon, noch eine rote Kiste. Mann, keine rote Kiste. 4 Kisten, 5 Kisten kriegt und nur eine rote Kiste. Trotzdem sehr, sehr gut. Was zum... Was ist das denn? Was? What? Nee, Leute, das nehmen wir nicht mit. Wir kriegen übel viel Schaden, übel viel Attack Speed, übel viel Crit, was wir nicht mehr brauchen. Die Gegner werden 10% schneller und wir werden 5-mal vor Schaden beschützt. Und wenn wir dann das 6. Mal getroffen werden, sterben wir. Nee. Also, cooles Item auf dem Fernkampfbild kann man dann bestimmt was anfangen. Aber auf diesem Bild, den wir gerade aktuell spielen, nee, lass mal. Ich glaube, das wäre ein Todesurteil für uns. Das muss nicht unbedingt sein. Tempo und Ausweichen für Rüstung. Wenn wir wieder 4 Rüstung verlieren, ist es mir, glaube ich, gerade nicht wert. Seltsames Buch. Wir brauchen auch keine Technik, aber ich meine, dann ist es aus dem Shop raus. Wir haben ja das Geld dafür.
Garten nehmen wir auch mit. Kaffee nehmen wir natürlich auch mit. Reichweite und Attack Speed auch sehr, sehr gerne. 6 Nahkampfschaden, da sehe ich mich auch. Scharfe Soße, Narbe. Wir ballern uns jetzt einfach alles rein. Mehr Lifestyle. Boah, das ist alles gut. Wir nehmen noch eine Tasche mit und eine Rakete. Bisschen Prozentschaden hochkriegen und dann das holen wir uns gleich. So, ich würde jetzt sagen, diesen Elite-Gegner rasieren wir. Das ist Jabba, eigentlich der beste Elite-Gegner, den wir kriegen können. Oh mein Gott, den rasieren wir richtig. So, jetzt lassen wir Jabba hier mal schön seine Action machen und wir nehmen das ganze Geld mit, was wir kriegen. Ich fürchte, der wird vielleicht sterben durch unser Elefantenbaby, aber wir haben erst ein Elefantenbaby, also ist die Chance nicht so hoch, dass er stirbt. Aber das ist mehr oder weniger der beste Elite-Gegner, den wir für unseren Bild aktuell kriegen können. Ist ungefährlich für uns in unserer Stärke. Und er droppt uns ultra viel Geld. Die nächste rote Kiste. Wir können natürlich aus den ganzen Gegnern auch noch Kisten droppen, die da spawnt. Oh mein Gott, ist das krass. Also dieser Charakter macht schon eine Menge Spaß auf jeden Fall. Rote Kisten machen einfach Laune. Ich muss nur darauf aufpassen, dass ich gleich den Jabba auch wirklich noch wegrasiere. Denn eine rote Kiste mehr nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Oh shit, bin glaube ich ein bisschen spät dran, oder? Nee, haben wir noch geschafft. Nice. Haben insgesamt 3 rote Kisten bekommen. Gecko Baby ist natürlich nice. Technik brauchen wir nicht. Mammut, perfekt. Verlieren zwar ein bisschen Tempo, verlieren ein bisschen Schaden, aber wir kriegen 20 Nahkampfschaden und nochmal 10 Nahkampfschaden für ein bisschen Reichweite und Sammelreichweite. Bin ich dabei? Crit haben wir eh mehr als genug, also können wir die Medaille auch mitnehmen. Kartoffel ist von allem ein bisschen, aber wir würden dafür 3 Rüstungen verlieren. Also wir kriegen minus 2 Rüstungen und von allem ein bisschen. Ich nehme es mit. Komm. Leider immer noch kein Amboss. Also ich bin doch erstaunt, wie der Amboss nicht kommt, obwohl wir so viele rote Items kriegen. Das macht mir gerade ein bisschen Sorge, muss ich zugeben. Dass wir einfach so viele gute Items, so viele rote Kisten kriegen, aber keinen Amboss. Aber wir haben ja auch noch sehr, sehr viel Geld die nächsten Runden. Das heißt, wir können sehr viel im Shop drehen. Die Chance, dass wir einen kriegen, ich nehme auch mal Explosionsgröße mit. Die Chance, dass wir einen kriegen, ist natürlich gegeben. Aber garantiert ist es nicht. Ich nehme, glaube ich, nicht nochmal eine Kartoffel mit. Ist jetzt nicht so krass, dass ich dafür 3 Rüstungen opfern will. Dafür ist es mir dann doch ein bisschen zu schwach. Auf Dauer. Warte mal, wie viele Gecko-Babys habe ich denn schon? Ich habe noch keinen Sift drin. Ich glaube, ich habe 4 oder 5... Ne, 4 Gecko-Babys müssten es sein. Oder 3? Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Gecko-Babys, merke ich gerade. Wir brauchen also eigentlich gar keinen Sift-Kredit mehr. Aber das werden wir natürlich jetzt auch noch kriegen. Wie viel Geld wir machen. Immer wieder krass, wie krass Diebesdolche sind. Ich muss echt sagen, ich finde so als reine Waffe bis Welle 20, also angenommen, man möchte jetzt nicht in den Endlos-Modus gehen und möchte einfach nur einen einfachen Run haben, finde ich den Diebesdolch auf so vielen Charakteren so ein kranke oder so eine kranke Waffe generell. Du kriegst einfach so viele Ressourcen. Klar, du bist vom Damage her gerade am Anfang deutlich schwächer als mit anderen Waffen, aber das kommt halt dann eh mit der Zeit, weil du dich so schnell stark kaufen kannst. Und das wollen wir sehen. Mehr Grinds im Magisches Blatt, noch mehr Glück. Meine Rüstung nähert sich aber jetzt auch langsam den Geist-Leveln. Also wirklich, bald habe ich so wenig Rüstung wie ein Geist, wenn es so weitergeht. Und dann ende ich nachher selber als Geist. Wir sind bei 26 minus Rüstung. Das ist schon ganz schön viel. Für einen normalen Run, bei dem man nicht der Geist ist, ist das schon ganz schön viel. Dreieck der Macht halte ich nicht für die beste Idee, aber dann wiederum ist es auch ein Run, in dem wir wahrscheinlich später ziemlich schnell weg sind und mit Bärtierchen arbeiten müssen. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall nehmen. Phantom Strike ist ein interessantes Item, aber ich hatte das jetzt schon einmal und es ist sehr unangenehm für die Augen. Das bringt jetzt nicht so viel, es macht halt einen Schaden an allen Gegnern, wenn wir einen Gegner treffen. Aber dann leuchten die Gegner nonstop weiß und das finde ich dann doch ein bisschen unangenehm. Deswegen für eure und meine Augen sparen wir uns das Item. Ist kein großer Verlust auf jeden Fall, das macht nicht wirklich viel. Ich bin gespannt, ob wir Welle 20 schaffen, die könnte mich tatsächlich killen. Aber dann wiederum haben wir ja schon den Riesengürtel, der uns sehr, sehr unter die Arme greift.
und es dafür sorgt, dass wir hier mit den Bossen schnellen Prozess machen können. Ja, und auf geht's in den Endos-Modus. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie dieser Charakter hier im Endos-Modus performen wird. Denn wir nähern uns natürlich langsam dem Punkt, dass wir nichts mehr brauchen eigentlich an roten Items. Wir haben die Stärke des Charakters voll und ganz ausgenutzt. Wir haben in Runde 1 war das ja, glaube ich, den extra Magen bekommen. Und absolut lächerlich, wenn ich darüber nachdenke. Also in der Hinsicht haben wir eigentlich alles aus dem Charakter rausgeholt, was man rausholen konnte. Haben jetzt auch die Runde wieder 3 rote Kisten bekommen. Wir kriegen jetzt bestimmt noch das Sift-Relikt und dann bin ich gespannt, was uns das Spiel noch so vorwirft. Ja gut, das Item gibt es auch, aber das müssen wir da wegdrehen. Ah ja, genau, den Glückspfennig, der fehlt auch noch. Damit sind wir dann bei minus 30 Rüstung. Ja gut, das Item können wir mitnehmen. Wir kriegen dadurch 3 Rüstungen im Plus. Ist okay. Besser als gar nichts. Bisschen Tempo würde ich langsam auch mal einstecken, damit wir nicht zu langsam sind. Fokus. Stimmt, Fokus gibt es noch. Ah, Fokus wäre so ein Item. Davon würde ich tatsächlich gerne sehr, sehr viele mitnehmen. Silberkugel ist auch so ein Item. Da nehme ich auch liebend gerne mehr von mit. Stimmt, Fokus. Ja, okay. Fokus ist ein rotes Item. Wenn wir das noch öfter kriegen, dann ist krass. 30% Schaden mit einem Item für 3 Rüstungen. Wir haben immer noch keinen Amboss. Stimmt, ich brauche den Amboss. Ich habe immer noch keinen Amboss gesehen. Oder? Ich muss gleich mal schauen. Es kann doch gar nicht sein, dass ich noch keinen Amboss hatte. Ich habe so viele rote Kisten schon bekommen. Da sieht man mal, was das Glück ausmacht. Man muss halt auch einfach Glück haben. Aber wir werden safe den Amboss noch kriegen. Hundertprozentig werden wir den noch kriegen. Und jetzt bin ich auch an dem Punkt, wo ich sehr, sehr zufrieden mit unserem Schaden bin. Eine Frage, die ich mir noch stelle, ist, ob wir bei dieser Waffe bleiben. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich beim Pilzdolch auf Dauer bleiben würde. Die Frage ist natürlich, auf was wechseln wir? Excalibur wäre wahrscheinlich eine geile Wahl, aber die muss natürlich erstmal kommen. Nochmal ein Glücksbringer. Ich habe gleich 600 Glück. Rüstung nehme ich nicht mit. Ja, komm, wir machen die 600 Glück voll, oder? Nee, wir haben schon... Ich mache lieber ein bisschen mehr Schaden voll. Wir haben schon so viel Glück. Ich hatte noch keinen Amboss, oder? Ich hatte noch keinen Amboss, das kann doch gar nicht sein. Das ist einfach krass. Ich dachte echt, ich hätte den schon, weil ich so viel Zeugschein bekommen habe. Aber beim Amboss habe ich noch kein Glück gehabt. Atomraketenwerfer natürlich auch interessant und wir haben halt gar keinen Fernkampfstand. Warum habe ich 23 Elementarschaden? Was habe ich denn da mitgenommen? Ach genau, durch den Wolf. Ja, vielleicht gehen wir auf Atomraketenwerfer? Also, schwierig zu sagen. Problem an Atomraketenwerfern ist natürlich, dass wir einfach gar keinen Fernkampfschaden haben und nicht so viel Prozentschaden. Aber theoretisch, wenn ich jetzt auf Atomraketenwerfer switche und wir würden ganz schnell noch den Schaden mitnehmen, den wir brauchen. Vor allem, weil wir jetzt wahrscheinlich die nächsten 10 Runden noch sehr, sehr viele Kisten kriegen werden. Dann könnten wir das vielleicht durchziehen. Weil die Diebesdolche natürlich auf Dauer geldtechnisch nicht so optimal. Also geldtechnisch sind sie optimal, sie sind schadenstechnisch nicht so optimal. Problem ist, wir haben doch auch noch keine Jagdtrophäe gesehen, was mich auch sehr wundert. Jagdtrophäen würden nämlich sagen, da würde ich gar nicht drüber nachdenken, dass wir switchen, aber wenn ich jetzt natürlich switche, dann würden wir wieder sehr, sehr wenig Geld verdienen. Wenn wir keine Diebesdolche mehr haben. Oh, noch eine rote Kiste. Let's go. Fokus 30% Schaden. Her damit. Kartoffel werde ich nicht mitnehmen, ist es mir einfach nicht wert. Gifthonikum können wir mitnehmen. Der Schläger interessiert mich jetzt auch überhaupt nicht. 8% Schaden nehmen wir mit. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich warte noch eine Runde ab. Eine Runde warte ich jetzt noch. Da ist die Jagdtrophäe. Damit hat sich das Abwarten erledigt. Wir werden jetzt switchen. Let's go. So muss das sein. Jetzt brauchen wir wirklich nur noch den Amboss, der uns da die Dinger hochknallt.
Das ist natürlich extrem wichtig, dass der kommt jetzt. Wichtiger als vorher, aber wir kriegen jetzt natürlich durch unser ganzes Glück sehr viele Atomraketenwerfer vorgeschlagen. Ein Elementarschaden, zwei Tempo für ein Leben, da bin ich auch dabei. Noch ein bisschen mehr Heilung durch Früchte. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil wir schon viel Attack Speed haben. Ich habe auch schon zweimal, nee, ich habe einmal Explosionsgröße mitgenommen, glaube ich. Das heißt, da habe ich auch gut gearbeitet. Tatsächlich. Ich habe einfach so aus Spaß, glaube ich, Explosionsgröße mitgenommen. Für die scharfe Soße oder so. Weil wir eh so viel Geld hatten. Und wer weiß, vielleicht hilft er noch. Und jetzt hilft es tatsächlich. Wir haben den Atomraketenwerfer. Und ich werde jetzt Step by Step wahrscheinlich die Diebesdolche einfach weghauen. Wird unserem Geld erstmal schaden, weil wir jetzt nur eine Jagdtrophäe haben. Aber immerhin eine Jagdtrophäe. Das heißt, ich muss aber jetzt auch noch ein bisschen mehr auf Crit gehen. Weil die Atomraketenwerfer natürlich nicht so einen hohen Grundcrit haben wie unsere Dolche. Das heißt, wir haben nicht 100% Crit mit denen. Und das ist ein bisschen suboptimal. Aber ansonsten würde ich sagen, ist der Switch schon mal sehr gut gelungen. Wir haben direkt 3 Stück bekommen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich könnte ja sogar die Dolche verkaufen. Oh, nice. Ring der Selbstjustiz. Sehr, sehr gut. Ja, komm. 20 Glück, 6 Ausweichen. Ja, komm. Nehmen wir auch mit. Für mehr Attack Speed. Da hätte ich wahrscheinlich sogar Elementarschaden eigentlich mitnehmen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Explosionsgröße ist sehr, sehr gut. Jetzt hoffen wir einfach darauf, dass wir Explosionszeug kriegen, dass wir nochmal den nächsten Atomraketenwerfer kriegen. Prozentschaden werde ich auch einstecken. Ist mit einem Atomraketenwerfer natürlich ein heftiger Bonus. Die Schnecke können wir auch mal mitnehmen. Panda nochmal für mehr. Ach, wir haben so viel Glück an dem Punkt. Dafür Rüstung zu verlieren, das sehe ich gar nicht ein. Also das, glaube ich, ist dumm. Ja gut, Jabba abzufahren wird jetzt, denke ich, nicht möglich sein. Die Chance ist direkt weg. Ja, keine Schlitte. Da kann ich natürlich nichts machen mit den Atomraketenwerfern. Vor allen Dingen mit 75% größeren Explosionen hat sich das Ding erledigt. Und wir können jetzt erstmal wieder AFK abchillen. Mit 600 Glück, aber auch verständlich. Da ist noch eine Kiste. Nice. Noch eine Kiste. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber wir haben auf jeden Fall, würde ich tippen, Minimum 20 rote Kisten nur durch unseren Charakter bekommen, die wir durch die Fähigkeit gekriegt haben. Vielleicht 15 bis 20 würde ich jetzt mal tippen. Sicher bin ich mir nicht hundertprozentig, wie viele das waren, aber es war auf jeden Fall eine Menge. Und da können wir definitiv sagen, dass dieser Charakter schon ziemlich nicer Charakter ist. Da würde ich mich schon festlegen. Das ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Charakter. Wie gesagt, dieses Blood-Money-Item, es will, dass ich es nehme, aber ich lasse das. Es ist mir zu riskant. Ich weiß nicht, was das ist. 1% Chance, bestraft zu werden. Und die ganzen roten Items in dieser Mod sind auch schon ziemlich ekelhaft. Zum Beispiel das Item, was hier irgendwie dafür sorgt, dass du direkt stirbst, wenn du 5-mal getroffen wirst. Also das 6. Mal getroffen wirst. Dieses Teufels-Item. Nee, hör mal. Also das ist wahrscheinlich für Challenge-Runs aber ganz geil, wenn man das früh bekommt. Wenn man sagt, okay, man darf jetzt nur 5-mal in einer Runde berührt werden und beim 6. Mal ist man weg. Wir machen auch ganz guten Schaden. Der Riesengürtel macht natürlich seine Arbeit und da ist die nächste Kiste. Wir haben 257 Leben, auch ein sehr guter Stat im Moment, also sind gut dabei. Der Extramagen hat basically all meine Leben sind vom Extramagen. Ich habe praktisch kein einziges Item mitgenommen, das uns mehr Leben gibt. Kann ich mich zumindest nicht wirklich, ja doch, so ein paar Mal schon, aber das meiste ist tatsächlich vom Extramagen. Und ihr müsst ja bedenken, wir haben auch wieder sehr viele Leben verloren durch unsere Fähigkeit. Diplom. Warum? Lucky Customer, sehr, sehr geil. Nochmal Diplome drauf. Warum? Ich will keine Diplome. Ich brauche ja sogar noch ein Item. Ich brauche den Amboss und ich kriege hier nur Diplome. Das ist ganz schön frech. Schon wieder Diplom.
Oh, Bounty Post ist gefährlich. Gegner schneller machen, aber dafür mehr Geld bekommen. Ah, komm, einmal können wir uns das erlauben. Cyberball ist nochmal gut. Tech Speed brauche ich eigentlich nicht. Prozent Schaden ist auch nochmal gut. 10% mehr Geld zu bekommen, ist es auf jeden Fall schon wert, denke ich, dass wir das Risiko eingehen, dass wir einfach ein bisschen schnellere Gegner haben. Das wird uns dann wahrscheinlich später wieder zum Verhängnis werden, aber ich glaube, dass es sich einfach jetzt noch lohnen könnte. Mit dem mehr an Geld können wir einfach mehr drehen. Wir können uns mehr Sachen kaufen. Warum habe ich so viel Geld liegen lassen? Fast 300 Materialien werden jetzt verdoppelt. Ah, ich muss mich wirklich nicht bewegen. Wir können wirklich AFK chillen. Atomraketenwerfer sind so eine geile Waffe. Wenn es darum geht, einfach viele Gegner zu killen. Bandana würde ich auch sehr gerne sehen, tatsächlich langsam mal. Eine Maus, ja, da bin ich dabei. Zerfetzen brauchen wir nicht unbedingt. Und da ist das Bandana, als hätte ich es heraufbeschworen. Ich würde hier tatsächlich sehr gerne Prozentschaden sehen. Yep. Und nochmal ein bisschen mehr Crit, dann haben wir jetzt 85% Crit. Cyberball nehmen wir auch nochmal mit. Explosionsschaden packen wir uns auch definitiv ein mit unseren Waffen. Baby mit Bart halte ich, glaube ich, für keine gute Wahl. Wir haben Base. Wir haben eigentlich keinen Fernkampfschaden. Gecko Baby, das war, glaube ich, das letzte, oder? Nee, das war nicht das letzte. Ich hatte erst 3 Gecko Babys. Das kam mir so vor, gerade als hätte ich 4. Ich habe schon so viel Zeug eingesammelt. Die nächste Jagdtrophäe, das ist sehr, sehr gut. Dann kriegen wir jetzt nochmal mehr Geld und können weiter chillen. Und natürlich, je mehr Gecko Babys wir haben, machen wir jetzt auch noch mehr Schaden mit unserem Elefantenbaby, weil einfach das ganze Zeug auf uns drauf liegt und dann sterben nochmal mehr Gegner von den Schwächeren. Also das sieht wirklich nach einem sehr, sehr soliden Run aus. Kann ich mich, denke ich mal, nicht wirklich beschweren. Kiste, schade, keine rote Kiste bekommen bis jetzt. Generell nur zwei. Ah doch, da unten liegt sogar noch eine. Wir kriegen jetzt fast jede Runde eine rote Kiste, wenn es gut läuft. Die Frage ist nur, was ist da überhaupt noch drin? Folter? Nee, lass mal Folter, bin ich raus. Ist nicht so meins. Ist nicht so mein Item. Wir kriegen jetzt erst den ersten Tentakel. Das ist tatsächlich auch ziemlich spät, aber besser spät als nie. Abklingzeit von Konstruktionen verringern. Ah, warum nicht? Stromgenerator sehr gut. Den hatte ich ja auch noch nicht. Stimmt. Stromgenerator ist auch ein sehr wichtiges Item. Gut, dass wir es gekriegt haben. 10 Elementarschaden würde ich hier auf jeden Fall mitnehmen. Reichweite haben wir genug. Sammelreichweite ist eh kaum noch relevant, weil wir gleich sowieso alle Items ansaugen oder alle Materialien ansaugen. Ich nehme nochmal so einen Nut mit. Da haben wir jetzt schon irgendwie 120. Nee, oder neu. Über 100% schnellere Abklingzeit unserer Konstruktion. Wir haben zwar keine wirklichen Konstruktionen, aber hey, der Wille zählt. So, diese Gegner waren jetzt auch keine wirkliche Challenge. Ich kriege aber irgendwie keine Atomraketenwerfer mehr. Aktuell. Es wundert mich wirklich sehr, dass wir den Amboss noch nicht gekriegt haben. Das kann ich mir irgendwie nicht erklären. Also das verstehe ich irgendwie wirklich nicht, dass der noch gar nicht kam. Bei so vielen roten Kisten, bei so viel im Shop, mit so viel Glück im Shop drehen, dass der einfach nicht kam. Aber wir haben wieder eine rote Kiste bekommen. Der muss jetzt unbedingt mal kommen. Ich brauche wirklich die Rüstung. Sonst sehe ich gleich alt aus.
in den höheren Runden. Wenn wir da mit minus 30 Rüstung rumrennen, ja, dann berührt mich gleich ein Gegner in den 40ern und ich mache wieder Hayabubu. Umhang wäre mehr Attack Speed, aber wir würden auch viel Schaden verlieren und das ist es mir irgendwie nicht wert. Fokus aber natürlich sehr, sehr gut. Wir verlieren ein kleines bisschen Attack Speed, das ist aber eigentlich mehr oder weniger irrelevant. Nochmal ein Bandana, das ist auch sehr, sehr gut. Kettenkanone. Nee, bringt uns nicht wirklich was. Wir haben zwar 29 Technik und einen Fernkampfschaden. Das lohnt sich nicht wirklich, die mitzunehmen. Nochmal ein Elefantenbaby, das ist sehr, sehr gut. Oh, das Item kriege ich um... Ah, ich muss auch wieder darauf achten. Ich vergesse es schon wieder, dass ich darauf achten muss, ob ein Item 0 kostet, weil 20% Chance kostet ja ein Item im Shop 0 Materialien. Natürlich, wie immer, wenn ihr gerade noch dabei seid hier in Welle 29, gehe ich mal davon aus, dass euch dieses Potato-Video bis hierhin ganz gut gefallen hat. Dass ihr so lange dabei bleibt. Deswegen würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir vielleicht einen netten Kommentar da lasst. Irgendwas, was euch so einfällt, ob es einfach nur ein nettes Hi ist oder ihr irgendwas erzählen wollt oder generell irgendwas. Da freut sich YouTube. Ich lese die Kommentare auch immer zu 99%. Also ich versuche immer jeden Kommentar zu lesen und freue mich dann auch, euch da zu sehen. Und es würde natürlich auch dem Video helfen. Der Algorithmus freut sich von YouTube und dann haben alle was davon. So, Welle 29 haben wir auch, ich würde sagen, bravourös gemeistert. Metalling brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben schon genug Crit. Machen wir jetzt fertig. Damit haben wir jetzt maximales Crit, was wir brauchen. Mehr Crit brauchen wir jetzt nicht mehr. Das will ich sehen. Das will ich auch sehen. Sehr, sehr gute Sache. Sammelschwerte brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber könnte für Heilung noch besser sein, wenn wir das schnell einsammeln, wenn wir da gar nicht groß laufen müssen. Teildetektor könnten wir noch mitnehmen. Und Welle 30, ich gehe davon aus, dass wir Welle 30 eigentlich noch relativ solide abschließen sollten. Sieht auch danach aus. Wir kriegen wieder ein paar Kisten und du bist auch weg. Sehr schön. Welle 30 war ja überhaupt kein Problem. Aber Atomarkenwerfer mit der großen Explosionsgröße, schneller Feuerrate und Riesengürtel, da ist es dann auch einfach erwartet. Also da hätte ich mit keinem anderen Ausgang gerechnet, als dass wir hier komplett durchrasieren in Welle 30. Mal gucken, wann ich mich wieder bewegen muss. Oh, da ist die nächste rote Kiste. Immer wenn ich 5 Leben verliere, sehe ich, wann die nächste rote Kiste kommt. Das ist auch immerhin schon mal was. Giftschlamm nehmen wir auf jeden Fall mit. Da kriegen wir nochmal ein bisschen Elementarschaden. Flashlight wäre Fernkampfschaden. Ausweichen haben wir eh genug. Blood Money leider wieder weg. Nochmal ein bisschen mehr Attack Speed. Querschläger brauchen wir auch nicht wirklich bei unserer Waffe. Köder ist sehr, sehr gut. Barnikwurst kann ich jetzt auch mitnehmen, weil wir doch jetzt ganz guten Elementarschaden haben und Prozentschaden. Gecko Baby, das ist das letzte. Ich habe Sift-Relikt und Amboss noch kein einziges Mal gesehen. Obwohl wir übel viel rote Kisten und gedreht haben. Weil ich einfach so viel Geld in den frühen Runden hatte. Und natürlich auch sehr, sehr viel Glück. Also das ist schon Skandal. Das ist ein Skandal. Spiel ist kaputt. Mann, ich krieg das wichtigste Item nicht. Wieso kriege ich das nicht? Das kann doch nicht sein. Aber immerhin kriege ich weiter rote Kisten. Irgendwann muss er kommen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Jetzt mit den drei Jagdtrophäen machen wir aber immerhin endlich mal richtig schön Asche. Oh, da ist die nächste rote Kiste. Also, ich weiß natürlich nicht, wie viele wir hatten. Ich lehne mich jetzt aber aus dem Fenster und sage, wir hatten mehr als 30 rote Kisten. Locker. Vielleicht sogar mehr als 40. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Querschläger brauche ich nicht und es bringt mir auch nichts, wenn ich nehme. Jetpack. Ja, Tempo ist Schaden, ne? Könnte man schon noch machen. Und ja, doch, Jetpack nehme ich mit. Damit habe ich zwar wieder extrem viel verloren an Rüstung, aber ich würde sagen, ich glaube, ich gebe jetzt den Rüstungstraum auf. Wir werden jetzt hundertprozentig auf so viel Schaden wie möglich gehen und hoffen, dass wir dann einfach an den Punkt kommen, dass die Gegner nicht an uns rankommen. Die ganze Rüstungsgeschichte, glaube ich, die können wir uns jetzt echt abschminken. Ich kriege einfach keinen Amboss. Und das hat sich dann erledigt. Schnellere Gegner und mehr Materialien. Ah, die Gegner nochmal schneller machen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Aber noch mehr Geld. Ich würde sagen, nein. Die Versuchung ist da. Aber nochmal 10%. Nee, es ist mir zu riskant. Nachher werde ich einfach nur überrannt später wieder. Ihr wisst ja, wie es später wird. Und 10% mehr Geld, das ist es schon wert, finde ich. Aber jetzt irgendwie zu sagen, ich gehe jetzt so auf Ultra-Risiko und mache die Gegner nochmal schneller, wenn sie so schon relativ gefährlich werden mit der Zeit, das ist mir dann doch nicht so geheuer. Da bleibe ich jetzt einfach mal auf dem Boden. Bleibe ich jetzt einfach mal pragmatisch und wir nehmen das nicht mit. Aber für eine 32er geht das hier echt noch entspannt. Wir machen übel viel Geld. 2200 Materialien haben wir schon. Was ist denn hier wieder los? 2200? Wie? Das ist doch krank einfach nur, wie viel Geld ich mache jetzt gerade. Crit haben wir 100, das reicht. Da können wir ruhig eine Medaille mitnehmen. Elementarschaden nehmen wir mit. Amboss, endlich. Endlich ist er da. Leider viel zu spät. Weil der muss jetzt erstmal all unsere Waffen upgraden. Und dann fängt er erst an, uns Rüstung zu geben. Das heißt, das wird ewig dauern. Also wirklich ewig. Und es kann sein, dass das schon ein bisschen zu spät war. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir da noch was mit reißen können. Aber die Chance ist schon da, dass es einfach ein bisschen zu spät gekommen ist. Aber immerhin haben wir ihn jetzt endlich. Das hätte mich, also wenn ich den nicht bekommen hätte, das hätte mich echt verwundert. Sogar einfach gar keinen Amboss gesehen. Jetzt fehlt nur noch Sift-Relikt. Also es fehlt nicht wirklich. Ist halt total egal, weil wir das eh nicht mehr brauchen. Aber es würde noch für die Sammlung fehlen. Da sieht man aber, finde ich, sehr, sehr gut, wie das manchmal mit den roten Items echt laufen kann. Manchmal hat man da wirklich einfach Pech. Und wir hatten jetzt nicht generell Pech, wir haben einfach nur Pech gehabt, dass wir natürlich den Amboss nicht gekriegt haben. Wir hatten mit dem Riesenmagen halt ultra viel Glück. Aber jetzt in einem normalen Run, wo man halt viel, viel weniger rote Kisten bekommt als mit diesem Run, da sieht man halt schon, das kann dauern, bis man seine roten Items zusammen hat. Gerade wenn man eine hohe Endlosrunde anfangen will oder weit kommen möchte, da muss man echt immer schon gucken, dass man die wichtigen roten Items sehr, sehr früh fertig hat und dann einfach beten, dass die restlichen Items aus den Kisten gut sind. Boxhandschuh? Komm, nehme ich mit. Auch wenn wir es eigentlich nicht brauchen. Scharfe Soße? Ja, nee, den Devil's Pack, den werden wir auf keinen Fall irgendwie mitnehmen, diesen Run. Das ist einfach viel, viel zu riskant. Ich weiß auch gar nicht, ob das zwischen den Runden resettet oder ob man einfach generell, wenn man nachdem man fünfmal getroffen wird, einfach explodiert. Ich habe noch kein einziges Mal eine Spinne gesehen, diesen Run. Also, ich habe die doch noch nicht irgendwo gesehen, oder? Ich zweifle langsam an mir, dass ich in einem Run, wo ich wirklich nonstop rote Kisten kriege, diese ganzen Items noch nicht bekommen habe. Das kann doch gar nicht sein. Der Fetzen kostet 0, will ich aber nicht. Wir haben sowieso, obwohl wir hätten einen Nackenschein gehabt, aber ist egal. Wir haben sowieso einen Atomraketenwerfer, der das tausendfache des Schadens macht.
Wir brauchen aber auch immer noch zwei Atomraketenwerfer. Das ist auch nicht so optimal. Die würde ich gerne bald mal haben. Ich überlege sogar tatsächlich, ob ich sage, ich verkaufe unsere Nahkampfwaffen, damit einfach die Chance, dass die kommen, reduziert wird. Weil wir die sowieso nicht nutzen aktuell. Weil sowieso alle Gegner so schnell sterben, dass meine Dolche völlig irrelevant sind. Das heißt, ich könnte die auch verkaufen und dann hoffen, dass wir schnell Atomraketenwerfer bekommen. Das wäre, glaube ich, klüger als zu sagen, ich laufe jetzt mit den Dolchen rum, einfach nur so für extra Schaden an Elite-Gegnern oder so. Weil ich mich, glaube ich, eh jetzt langsam nicht mehr in die Nähe von Elite-Gegnern stellen will, weil die doch sehr viel Schaden machen werden bei meiner Rüstung, die nicht sehr hoch ist. Deswegen wäre es, glaube ich, klüger, wenn ich jetzt tatsächlich diese Runde die Dolche verkaufe und dann einfach hoffe, dass wir schnell an unsere Atomraketenwerfer kommen. Das heißt, diese Dolche verabschieden sich jetzt und jetzt heißt es beten. Da ist der nächste, sehr, sehr gut. Und der nächste kommt jetzt bestimmt nochmal. Tentakel ist auch gut, die beiden Sachen nehmen wir mit. Jetpack nehme ich auch nochmal mit. Meine Rüstung ist sowieso ein Desaster und Tempo und Ausweichen ist beides nochmal für uns damage-technisch sehr, sehr gut. Holster nehmen wir auch langsam mal eins mit. Da habe ich auch eins mitgenommen. So, jetzt haben wir natürlich nur 5 Atomraketenwerfer, was DPS-technisch nicht optimal ist. Sollte aber, wie man sieht, noch reichen für diese Runde. Weil wir einfach so viel Schaden haben und so große Explosionen haben, dass wir sowieso alles 20 Mal treffen. Und uns da gar keinen Stress machen müssen. Welle 40 sollten wir definitiv noch schaffen, da bin ich optimistisch. Ich würde ja gerne mal wieder einen 50er raushauen mit diesen Charakteren. Ich meine, gut, ihr seht hier ja auch eigentlich immer mehr oder weniger meinen First Try auf dem Charakter, bei den meisten Charakteren. Das zum Beispiel ist wirklich wieder der allererste Run mit dem Charakter. Ich habe den noch nie ausprobiert. Und gerade bei so Mod-Charakteren, wo ich dann auch mal Items kaufe, die ich vielleicht nicht kenne, um es zu testen, ist das immer ein bisschen was anderes. Aber ich würde doch gerne mal wieder in die 50er kommen. Einfach nur so. Da hat mich ja letztens auch wieder die 48 zerstört. In einem meiner letzten Runs. Komm schon, gib mir einen Atomraketenwerfer jetzt. Oh, das ist riskant, dass ich das gemacht habe, weil die mit den Dolchen hätten wir natürlich noch ein bisschen mehr DPS gleich gehabt. 10 Elementarschaden nehmen wir mit. Sammelreichweite brauchen wir sowieso nicht mehr. Wir sind jetzt schon bei 1308 Schaden ohne Crit. Mit Crit machen wir schon 2700. Das sieht sehr, sehr gut aus. Waffen, also damage-technisch sieht es fantastisch aus. Hier ist nur noch ein Raketenwerfer. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, dass mir noch ein Raketenwerfer fehlt, der einfach nicht kommt. Kiste bauen wir uns auch noch ein. 2 rote Kisten wieder, also da läuft es auch. Aber jetzt eigentlich an dem Punkt gibt es auch nicht mehr so wirklich was, was irgendwie... Ja gut, das Elementarschaden-Ding. Der Hut, der Elementarschaden gibt, den könnte man noch mitnehmen. Oh, Explosivgeschosse, stimmt. Die können wir natürlich auch ultra gut gebrauchen. Die habe ich komplett ausgeblendet, weil die auch noch gar nicht gekommen sind. Der Gnom auch. Es gibt tatsächlich sehr viele rote Items, wenn ich jetzt drüber nachdenke, die uns mit der Waffe, die wir hier haben, tatsächlich noch was bringen. Es gibt doch sehr viele Elementarschaden-rote Items. Oh, nochmal der Gnom. Okay, nehme ich mit. Vernichter, den könnten wir praktisch übergangsweise einbauen, bis wir vielleicht den nächsten Atomraketenwerfer kriegen. Ich will auf jeden Fall 6 Waffen haben. 5 Waffen zu haben ist einfach richtig dumm jetzt in der Runde hier. Das würde einfach keinen Sinn machen. Und dann nehme ich lieber dann einfach einen Vernichter mit. Der ist jetzt nicht so optimal in der Wahl, aber trotzdem denke ich mal, dass der sich lohnt.
damit wir einfach noch ein kleines bisschen mehr DPS haben und hier ganz gut durchkommen. Ich sag, wir können jetzt wieder AFK gehen bis zu 40. Und ich muss nichts mehr machen. Ja, nehmen wir noch eine Kiste mit. Sehr schön. Geld läuft auch immer noch entspannt. Das könnten wir tatsächlich auch mitnehmen. Wäre noch mal ein bisschen mehr Glück. Exoskelett wäre einfach Rüstung. Da würden wir tatsächlich Rüstung mit Plus machen. Niedlicher Affe. Brauchen wir nicht. Wir haben genug Heilung. Fokus nochmal. Also, es gibt wirklich viel. Wir wollen Fokus, Gartenzwerg, Explosivgeschosse. Es gibt doch viel, viel mehr, als ich auf dem Schirm hatte. Von diesen Items, die wir unbedingt haben wollen. Das sind so, würde ich sagen, die drei besten. Das ist auch sehr interessant. Brennende Gegner explodieren und machen extra Schaden. Das nehmen wir einfach mit. Wir haben Verbrennung. Auch wenn die jetzt nicht so viel Schaden macht, die Verbrennung. Aber ich meine, es ist besser als gar nichts. Und da kann man vielleicht auch noch ein bisschen was an Damage rausholen. Jetzt haben wir all unsere Waffen rot. Endlich, nach 38 Runden tatsächlich. Und jetzt kriegen wir natürlich Rüstung mit dem Amboss. Ist logischerweise viel, viel zu spät. Also wir werden eine ziemliche Glaskanone gleich sein. Immerhin haben wir ein paar Leben, aber ich denke, ab den 40ern sind wir mit 2 Hits tot. Vielleicht mit 3 Hits. Wenn ich keine Bärtierchen habe, wenn die weg sind, werden wir wahrscheinlich mit 3 Hits weg sein. Und ich habe die Gegner natürlich auch schon ein bisschen schneller gemacht durch das eine Item. Das heißt, es wird auch jetzt schon gleich sehr unangenehm werden. Aber Welle 38, gar kein Problem. Wir haben schon wieder eine rote Kiste gemacht. Geschütz brauche ich nicht, Pflanze brauche ich nicht. Phantom Strike, ja, nehme ich mal nicht mit für die Augen. für die Augen aller Anwesenden. Oh, das Item kriegen wir jetzt umsonst. Das ist Rüstung. Und 10% Schaden nehme ich auch mit. Eigentlich will ich jetzt wirklich auch so damage-technisch von meinen Items, die ich kaufe, wirklich nur noch Prozentschaden. Weil bei unserem Schaden, den wir haben, macht Prozentschaden natürlich nochmal einen riesen Unterschied. Und so kleine Werte wie ein bisschen Elementarschaden und so interessiert nicht so viel. Da ist. Ich hätte auch die Köder, glaube ich, mitnehmen sollen. Das hätten wir uns erlauben können. Die wären eh direkt gestorben. Ah. 8% Schaden verschenkt. Grinds magisches Blatt. Also es gibt doch sehr viele rote Items, die man wiederkehrend haben will. Grinds magisches Blatt gehört auch definitiv auch noch dazu. Dann würden wir noch mehr Leben und noch mehr Heilung bekommen. Frage ist natürlich, wie relevant ist Heilung für uns später, wenn wir so wenig Verteidigung haben? Wie sehr wird uns das noch retten können, wenn wir in eine Situation kommen, in der wir uns nur mal Schaden nehmen müssen? Grinds magisches Blatt Nummer 3 müsste. Nummer 4 natürlich. So will ich das sehen. Nehmen nochmal ein bisschen Rüstung mit und ein bisschen Attack Speed. Und nochmal Attack Speed. Und Fokus, dich will ich auch sehen. Natürlich werde ich, wenn ich diese ganzen roten Items mitnehme, weiter meine Rüstung killen. Da wird der Amboss nicht gegen ankommen. Wir verlieren halt jedes rote Item immer 3 Rüstung. Und das. Da kommt der Amboss einfach nicht gegen an, wenn ich noch viele bekomme. Trotzdem aber denke ich, dass der Amboss sich einfach lohnt, um einem so ein bisschen Rüstung zurückzugeben. Aber er wäre halt früher deutlich effizienter gewesen. Dann wären wir jetzt gar nicht so krass im Minus. Wir kriegen aber Welle 40 die Bossgegner noch sehr, sehr leicht weg tatsächlich. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass wir die jetzt so easy noch wegzerstören. Also Leute, es könnte sein, macht euch schon mal bereit, die 48 wartet wieder um die Ecke. Ich weiß, sie ist inzwischen schon ein ziemlicher Running Gag bei vielen. Die 48 kommt aber immer näher und es könnte sein, dass ich die 48 heute bezwingen muss. Ich muss es jetzt tun. Also ich sag mal so,
Die letzten beiden Runs, die sehr weit gekommen sind, sind beide an der 48 gestorben. Da hatte ich beides mal eine Elite-Runde in der 48 und bin einfach überrannt worden, weil ich nicht mehr genug Schaden hatte. Das müssen wir heute anders machen. Das heißt, ich muss jetzt wirklich Schaden, 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 alles für Schaden, was wir kriegen, mitnehmen. Roboterarm machen wir theoretisch plus mit, weil wir kriegen 3 Rüstung mehr, also nehmen wir den mit. Und wir nehmen das... Nee, wir nehmen Schaden mit. Oh, Moment mal, wir verlieren nur Rüstung für unterschiedliche rote Items. Ich bin so ein Dulli. Wir können Items, die wir schon haben, einfach mitnehmen. Oh nein. Oh nein, ich weiß, das steht jetzt schon in den Kommentaren. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre generell für jedes rote Item. Aber es sind unterschiedliche rote Items. Oh nein, das werden jetzt schon so viele Leute, denke ich, geschrieben haben, die das gesehen haben und ich habe es nicht gecheckt. Ich hätte schon mehrere rote Items mitnehmen können, die ich nur nicht mitgenommen habe, weil ich mir dachte, oh shit, ich will keine Minusrüstung. Ja, perfekt. Okay, das bedeutet, ich kann jetzt einfach jedes rote Item mitnehmen. Das macht das Ganze natürlich noch besser, weil jetzt haben wir natürlich das Grind Magische Blatt schon mal. Jetzt kann ich es einfach jedes Mal, wenn es kommt, kriegen. Wir haben jetzt schon 4 Stück oder 5 oder so. Das heißt, 15 oder 12 Leben am Ende einer Runde und halt nochmal eine Menge Lifestyle und Regeneration. Ist doch alles ein bisschen krasser jetzt, wie als ich es eingeschätzt habe. Aber ich habe ja schon gesagt am Anfang, das hier wird einfach so ein Charakter. Der wird am Anfang strugglen. Hat er auch. Wir hatten die frühen Runden echt... Ja, was heißt gestruggelt? Die Diebesdolche haben halt sehr viel rausgeholt. Aber die frühen Runden waren doch schon deutlich schwieriger als jetzt. Also jetzt merkt man schon, dass der Charakter sich nach hinten raus lohnt. Blutige Hand. Ist halt sehr, sehr riskant. Wäre nochmal eine ultra krasse Menge Schaden natürlich. Das gebe ich zu. Und wir hätten auch so viele Grinds magische Blätter. Das heißt, wir würden damit sehr, sehr viel Schaden rausholen. Jetzt müssen wir mal auf die harten Fakten schauen. Habe ich ein Dreieck der Macht? Weil das habe ich natürlich schon mal hingekriegt. Ich habe ein Dreieck der Macht. Verdammt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich eine blutige Hand haben will, aber wenn wir drei gemacht haben, kann ich das halt eigentlich nicht. Oder warte mal. Wir können das machen. Wir verlieren durch das Dreieck der Macht 60 mal 2%. Das sind 120% Schaden. Wir kriegen durch die blutige Hand 24 durch den Lifesteal und dann nochmal 138. Also wir kriegen 162%. Das heißt, wir würden mit der blutigen Hand trotzdem im Plus sein und wir würden jede Runde mehr Schaden durch Lifesteal bekommen. Ich weiß, es sieht falsch aus, aber ich glaube, in diesem Szenario ist das tatsächlich gut. Und da ist das Sift-Relikt ähnlich auch mal, nicht, dass es jetzt noch ansatzweise relevant wäre. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt eine gute Entscheidung gewesen, weil wir prozentual im Plus sind. Zwar natürlich kriegen wir jetzt nicht 164%, wir kriegen am Ende der Runde, verlieren jetzt in der Runde Schaden, aber wir haben trotzdem mehr als vorher. Das heißt, Leute, das war kein Fehler, das war jetzt geplant. Jetzt habe ich aber auch keine Bärtige mehr, das ist jetzt wirklich einfach nur für den kranken Schaden habe ich es mitgenommen. Und da wir jede Runde durch die Grinds magischen Blätter so viel mehr Lifesteal bekommen, verdienen wir jede Runde alleine durch die Blätter, die wir schon haben. 10% mehr Schaden. Natürlich wäre es besser, wenn ich das Dreieck der Macht nicht mitgenommen hätte. Das steht außer Frage. Aber trotzdem würde ich sagen, ist es ein gutes Item gewesen. Jetzt muss ich aber auch wirklich aufpassen. Jetzt haben wir keinen Rettungsschirm mehr, wenn ich getroffen werde. Unsere Bärtierchen sind jetzt nutzlos. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich mit der Eckenstrategie anfangen. Damit wir auch wirklich halbwegs sicher sind. Ich habe auch noch gar nicht geguckt, ob wir in Welle 48 eine normale Welle haben oder Elite-Welle. Bitte eine normale Welle, bitte. Muss ich gleich schauen. Estes Couch brauchen wir nicht. Seltsames Essen brauchen wir nicht. Blood Money, nope. Aber Jetpack nehme ich mit. Handschellen auf keinen Fall. 16% Schaden. Wir haben in Welle 48 wieder eine Elite-Welle. Ah, das ist unangenehm. Das ist sehr, sehr unangenehm.
Das heißt, wir sind, das wird wieder die legendäre Welt 48 werden mit allem drum und dran, was möglich ist. Oh, noch mehr Schaden. Gib mir den ganzen Schaden. Ah, Schwergeschosse brauche ich nicht mehr. Also, wir haben wieder die ultimative End-Challenge. Welle 48 wird wahrscheinlich wieder mein Endgegner werden. Bis jetzt habe ich nämlich das Gefühl, wir kommen jetzt noch sehr, sehr gut durch. Ich habe jetzt keinen Grund zur Annahme, dass wir vor Welle 48 in große Schwierigkeiten geraten. Und das heißt, entweder sterben wir Welle 48 oder wir sind endlich mal siegreich. Ich hoffe ja sehr, dass wir endlich mal siegreich sein können. Die endlich mal wieder über die Welle 48 gewinne. Ich mache mir aber noch keine Hoffnungen. Ich bin nur vorsichtig optimistisch. Ich finde, dass wir eigentlich damage-technisch sehr, sehr gut dabei sind. 6 Fernkampfschaden für eine Rüstung, 5 Tempo. Na nee, bei dem ist so viel Prozent Schaden. Und ich will lieber das Geld als 12%. Das wäre Attack-Speed. Ich würde wieder 16% Schaden hier tatsächlich am ehesten haben wollen. Aber es kostet jetzt schon so viel Geld. Einmal noch. Yes, sehr schön. Silberkugel auch sehr, sehr gut. Du wirst auch noch mal ein bisschen mehr Schaden. Und vor allen Dingen mehr Attack-Speed nehmen wir auch mit. Die halten jetzt schon ganz schön was aus. Nein! Als ob ich so viel Schaden kriege. Ich hatte 7. Ich hatte 558 Leben. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Nein. Nein. wir konnten leider wieder nicht die Welle 48 bezwingen. Naja, immerhin bin ich nicht in Welle 48 gestorben. Oh, ja, vielleicht hätte ich doch nicht die blutige Hand mitnehmen sollen, aber dann hätten wir halt so wenig Schaden gehabt. Ach, es ist doch alles verflucht. Ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß mit der Robbe. Ich fand, das war ein cooler Charakter. Wir hatten locker 50 rote Kisten. Ist natürlich auch sehr High Roll, also wenn man am Anfang schon einen Amboss bekommt oder einen extra Magen oder so, dann ist man halt schon sehr, sehr gut dabei. Hat mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat der Charakter auch gefallen. Schaut gerne auch mal auf meinem Discord vorbei. Ich vergesse immer, das zu sagen. Dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Den findet ihr in der Beschreibung. Da poste ich immer, wenn ich live gehe oder wenn ich neue Videos hochlade. Und generell können wir da auch einfach nur chatten. Oder ihr könnt eure Potato Runs posten oder Ideen oder worauf ihr so Lust habt. Ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Habt noch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch was, Leute. Ich bin raus für heute. Ciao, ciao.